Ahoi, liebe Fisch- und Knödelfreunde. Heute zeige ich euch, wie man unsere Burgis Spinatknödel mit einer leckeren Lachssoße zubereitet. Als erstes geben wir die Burgis Spinatknödel ins kochende Salzwasser. Hernach schwitzen wir die Schalotten, den Knoblauch mit etwas Öl in der heißen Pfanne an. Mit Weißwein abgelöscht, mit Sahne aufgegossen, reduziert, haben wir eine schöne sämige Soße. In diese geben wir dann unsere Räucherlachsstreifen. Mit etwas Dill garniert haben wir ein wunderbares Gericht. Als erstes geben wir die Spinatknödel ins kochende Salzwasser. 15 Minuten beträgt mindestens die Kochzeit. In der Zwischenzeit bereiten wir die Sahnesoße zu. Die Schalotten fein schneiden, den Knoblauch ebenfalls in feine Scheiben schneiden und mit anbraten. Etwas Öl hinzugeben und anschwitzen. Wenn die Schalotten und der Knoblauch glasig angedünstet sind, löschen wir mit Weißwein ab. Den Weißwein aufkochen, etwas reduzieren. Es gibt einen schönen Geschmack. Nachdem der Weißwein reduziert ist, geben wir die Sahne zu. Mit etwas Pfeffer würzen und einreduzieren. In der Zwischenzeit schneiden wir den Räucherlachs in feine Streifen. Wir nehmen die Pfanne vom Herd und lassen sie abkühlen. Wenn sie aufhört zu kochen, geben wir den geschnittenen Räucherlachs hinzu. Nicht aktiv kochen, denn sonst verkocht der Lachs. Nur in der Sahnesoße etwas ziehen lassen. Zum Schluss den gehackten Dill dazu. Und schon kann die Sahnesoße mit den Spinatknödeln serviert werden. Burgis weiß gut ist.